Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute mal was komplett anderes, denn ihr habt es so gewollt. Ihr habt gesagt, mal probier mal andere Marken, probier mal andere Geräte, schaut uns doch mal was anderes an. Und genau das machen wir heute. Wir haben hier heute Jepson Power mit riesigen Geräten. Wir haben hier die größte Handkreissäge für Metall, 120 mm Schnitttiefe. Zusätzlich haben wir hier nochmal eine Säge, die auch 1 cm Stahl einfach so durchsägt. Und das schauen wir uns heute mal an. Ich weiß, ihr kennt mich eher aus dem Bereich Holz. Heute haben wir aber mal Metall hier. Und wenn ihr sagt, Sebastian, da hätte ich noch ein Wort mitzureden, dann schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Würde mich super interessieren. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen wirklich dem Thema extrem angenähert und das sind wirklich krasse Geräte. Aber wie komme ich auf die Geräte eigentlich? Bei mir war es so, dass mir Jepson Power bei den Sägeblättern immer wieder über den Weg gelaufen ist und ich dachte, was macht diese Firma eigentlich sonst noch so? Und da war ich komplett erstaunt, weil ich hätte jetzt gedacht, sie machen einfach nur Blätter. Nein, sie machen eben auch Geräte, wie zum Beispiel hier Handkreissägen oder handgeführte Maschinen für Metall. Und schaut mal hier, wir haben hier 120 mm Schnitttiefe. Hier haben wir, also für Verbundwerkstoffe und so weiter, gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier haben wir eine Säge, die 10 mm Stahl schneiden kann, Metall schneiden kann. Und das fand ich so erstaunlich. Darüber wollte ich mit euch heute mal sprechen. Das Ganze nochmal gepaart mit etwas, was wir woanders herkennen, nämlich das Kass-System, ist hier voll am Start. Wir haben hier einen Akku, den ihr zum Beispiel auch von Metabo oder anderen Herstellern kennt und könnt diesen Akku, das ist also hier steht zwar Jepson Power drauf, aber hier Kass, auch hier von der anderen Seite Jepson Power und Kass und das Ganze kannst du zum Beispiel auch in einen Metabo Akkuschrauber reinstecken oder auch viele andere Geräte aus dem System. Aber du siehst hier, passt wunderbar und los geht's. Und wer die Firma Jepson Power nicht kennt, die Firma wird 1984 gegründet und seitdem ist sie ein absoluter Spezialist für das hier Metall. Die beiden Maschinen hier sind quasi die harmlosesten, die sie denn haben. Es sind super viele krasse Spezialmaschinen, die Leute, die im Metallbereich arbeiten, sicherlich alle kennen. Und sie sind eine Firma, die sich wirklich mit dem Thema Trockenschneiden von Metall als allererste damit beschäftigt haben und das Thema richtig groß gemacht haben. Heute ganz normal, damals eine Weltneuheit. Wir haben hier eine Handkreissäge für Metall. Und das hat richtig viele Vorteile, nämlich du kannst den Schnitt trocken und übrigens auch überall ausführen. Der Klassiker bei der Metallbearbeitung ist ja häufig, dass du riesige Geräte hast, wo irgendetwas gesägt wird, irgendwas gebohrt wird, dann wird gekühlt gemacht und getan. Braucht irgendwie Behälter drumherum, muss abgesaugt werden, nochmal rangespritzt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein riesiger technischer Aufwand. Bei dem hier ist es so, dass du wirklich ohne jegliches drumherum einfach so Metall schneiden kannst. Der Klassiker, wenn du nicht so eine große stationäre Geräte hast, ist zum Beispiel auch ein Winkelschleifer. Beim Winkelschleifer hast du eigentlich, ja, ich wollte sagen zwei, aber sogar noch viel, viel mehr Nachteile. Beim Winkelschleifer hast du Folgendes. Erst einmal, du hast eine große Hitzeentwicklung, die dort passiert. Du hast Funken, die irgendwo im Zweifel richtig weit sprühen, dort aufgefangen werden müssen, irgendwas in Brand setzen könnte. Das hatte ich leider auch schon mal, aber das ist ein anderes Thema. Und du hast aber auch etwas, das, nämlich das Drumherum mit alles irgendwie dreckig und Zeug und Kram. Ja? Das sind alles Nachteile, die zum Beispiel beim Winkelschleifer hast. Bei dem Gerät hier hast du das alles nicht. Du schneidest trocken und auch relativ kalt. Das Metall wird zerspannt, die Späne werden hier aufgefangen, werden nicht überall herumgewuselt und das ist schon eine ganz andere Sache und vor allem das Ganze kannst du eben hier an deiner Stelle machen, wo du es brauchst, ohne großes ja, mehr Geräte ohne große Kühlung. Und eines habe ich völlig vergessen. Einen geraden, perfekten Schnitt, gradfrei mit dem Winkelschleifer, na, das möchte ich ja mal sehen. Der Vorteil von dem hier ist einfach, du setzt an einem Stück Metall, sägst das ab, es ist nahezu gradfrei und ist eine perfekte Kante. Wo ich ja gerade gesagt habe, Grat und das ganze Zeug und irgendwo muss das Ganze ja auch aufgefangen werden, wenn du Metall schneidest, ein großer Vorteil von dem Gerät ist es, dass die ganzen Späne, die werden nicht irgendwo ausgeworfen, sondern die sind hier drin. Ich zeige euch das mal. Und zwar könnt ihr Folgendes machen. Ihr nehmt das hier, dreht das hier einmal und dann könnt ihr das hier abnehmen, denn hier drin werden die Späne gesammelt. Das heißt, die ganzen Späne, die hier irgendwo entstehen, kommen hier rein. Das Ganze wird hier drin gesammelt. Ist ein riesiger Behälter auch. Und wenn du es leeren möchtest, einfach hier dran drehen, irgendwo zum Behälter gehen, raus und fertig. Und das spritzt nicht mehr in der Gegend rum. Vor allem es sandstrahlt euch nicht mehr. Und falls du dich fragst, wo du so eine Maschine findest, die bis zu 10 mm Metall einfach so mit Akku trocken
so durchschneiden kann, zum Beispiel auf einer Werft oder, was ich schon mal gelesen habe, beim Rückbau von Atomkraftwerken oder einfach mal bei einem Metallbauer, der wirklich gutes Werkzeug haben will. Übrigens, das Gerät hier ist original made in Germany, wird sogar hier bei uns in Deutschland gebaut, aber lass uns das doch mal genauer angucken. Hier den Behälter haben wir uns ja schon angeschaut, hier werden die Schwellen drin gesammelt und das hier sieht erst einmal eine Handkreissäge relativ ähnlich. Ja? Ihr habt hier den Schutz, der wird ganz normal, fährt er wieder nach vorne und hier haben wir den klassischen Tisch eigentlich. Schauen wir uns mal von hinten an. Das ist ganz wichtig, Akku. Wir haben hier wirklich ein akkubetriebenes Gerät, können das hier einsetzen. Moment. So. Und ihr seht hier Akku-Power und schon geht's los und dann könnt ihr arbeiten. Wie ihr hier seht, können wir hier wunderbar das Gerät auch mit zwei Händen fassen und können entsprechend dann damit arbeiten. Dafür ist es auch gemacht. Und dann schaut ihr hier unten mal, hier könnt ihr auch die Tiefe entsprechend einstellen. Das heißt hier entsprechend lösen, Tiefe hier einstellen, ja, festmachen und schon geht's los. Und hier vorne könnt ihr sogar die Gärung einstellen. Und falls du dich übrigens gefragt hast, wozu ist das hier eigentlich da? Du kannst den Handgriff hier lösen und dann hier einstecken und dann natürlich auch festschrauben, um entsprechend dann hier an einer anderen Position anzufassen. Schreibt mal in die Kommentare, macht das für euch Sinn? Wo würdet ihr das Ganze anfassen wollen? Mehr Druck? Aber Profi-Geräte haben auch Profi-Preise. Aber bevor wir zum Preis kommen, was gehört denn eigentlich alles hier dazu? Du bekommst natürlich deine Säge mit einem Sägeblatt. Du bekommst hier auch zwei Akkus, die gehören immer mit dazu, und zwar 5,5er. Ganz wichtig, 5,5er sind genau die Akkus, die für diese Säge ausgelegt sind. Beziehungsweise nur andersrum, die Säge ist genau dafür ausgelegt und hat damit die perfekte Power. Kauft bitte nicht die, oder nehmt bitte nicht die kleineren Akkus, damit würde das Gerät nicht die maximale Leistung eben schaffen. Dazu gehört eben auch das Ladegerät natürlich, hier im Schnellladegerät. Wir haben auch einen Anschlag, wir haben noch die Möglichkeit, ach, das ist noch ganz interessant, und zwar wir haben hier auch noch das hier, wir haben die Möglichkeit, auf der Führungsschiene die Säge zu nutzen, obwohl die Führungsschiene zum normalen Paket nicht dazugehört. Es gibt ein besonderes Paket mit Führungsschiene, habe ich den Preis aber nicht im Kopf. Und apropos Preis, das Ganze bekommst du so einen Preis von etwa 1000 Euro. Und wie eben erwähnt, gibt es ja das Set auch mit Führungsschiene und da gibt es ja diese Adapter, um auf der Führungsschiene zu fahren. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie man den einbaut oder den Adapter einbaut. Das ist eigentlich relativ simpel, einfach zack, runter, festschrauben und fertig. Und schon kannst du es auf der Führungsschiene nutzen. Ich persönlich finde, hier ist ein bisschen zu viel Spiel drin. Es könnte ein bisschen besser laufen, aber im Grunde kann man damit schon arbeiten. Der Klassiker ist ja eigentlich, dass wir so ein Vierkantprofil uns irgendwo hinspannen und dann da entlang fahren. Und so ähnlich werden wir es jetzt auch machen, nämlich ich zeige euch mal, wie wir damit auch mal endlich jetzt mal was selber schneiden. Du hast gesehen, wie gut das funktioniert und erstaunlich ist vor allem auch, wie schnell das Ganze funktioniert. Und ich habe eine wichtige Sache noch nicht angemerkt, und zwar, welche Schnitttiefe hast du hier eigentlich? Denn wir haben eben auch das Rost gesägt, das war aber nicht sonderlich tief. Wir haben hier aber eine Schnitttiefe von 67 mm und das finde ich schon beachtlich. Aber darüber lacht doch die große hier mit 120 mm und die schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir zur großen Maschine, zur 8320. Riesiges Gerät, jetzt auch mit 32 Volt Anschluss. Und ich bin deswegen hier, weil das sieht schon mächtig aus. Ihr habt hier unten eine Schnitttiefe und das ist auch wirklich die größte handgeführte Metallsäge, also Metallhandkreissäge der Welt. Und das ist schon irre. Wir haben hier auf der Schiene, denn steht da jetzt auch auf der Schiene, eine Schnitttiefe von 12 cm, 120 mm. Schaut euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn. Was ich ehrlich gesagt bei dem Einsatzzweck dieses Geräts, so kommen wir gleich dazu, richtig gut finde, ist, wie schön es auf der Schiene läuft. Und ich muss wirklich sagen, für so ein großes Gerät läuft das wirklich sehr sanft und sehr elegant auf dieser Schiene. Und man hat nicht das Gefühl, man humpelt und pumpelt da so ein bisschen in der Gegend rum. Das Zweite, was mich auch richtig überrascht hat, ist, wie schön die Höhenverstellung ist. Ich kann hier einfach am Hebel ziehen und das wunderbar nach oben und nach unten bewegen. Und das ist nicht
ich sage mal, es ist nicht so hakelig wie bei vielen anderen Maschinen, sondern das ist schon richtig cool. Ich muss ehrlich gestehen, die zentrale Frage für mich bei der Säge war aber am Ende irgendwas anderes. Nämlich, wozu brauche ich eine Säge mit 12 cm Schnitttiefe? Das macht doch irgendwie gefühlt gar keinen Sinn, weil 12 cm Vollmaterial wirst du damit nicht schneiden. Dafür ist das nun auch nicht da. Nee, ist was ganz anderes. Du kannst damit alles Mögliche schneiden. Du kannst damit Rohre, du kannst damit auch sowas wie ein Gitterrost oder auch im Trapezblech und all so ein Zeugs, also geformte Bleche auch schneiden. Am interessantesten finde ich aber, es ist für Sandwich-Materialien besonders interessant. Denn bei Sandwich-Materialien hast du sehr häufig unten Metall, in der Mitte einen Stoff, wie zum Beispiel Dämmung und oben nochmal Metall. Und wenn du dort durchsägen möchtest, dafür brauchst du genau so eine Säge, damit du es nicht von der anderen Seite eindrehen, drehen, machen, tun. Ah, das willst du doch nicht. Sondern du kannst hiermit einfach auf der Schiene wunderschön das Ganze durchschneiden. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, woher ich das kenne, solche Sandwich-Materialien, wäre zum Beispiel so ein Garagentor. Aber wann kürzt man schon mal ein Garagentor? Ich habe ja vorhin gezeigt, wo hier bei der Säge die Späne landen. Lass uns das noch mal ganz kurz hier anschauen. Das ist auch sehr clever gelöst. Erstens, du hast hier die Möglichkeit, durchaus auch abzusaugen, nämlich genau dort. Aber du hast hier auch einen Span-Auffangbehälter, nämlich genau hier hinter. Du löst einfach das hier, packst es nach oben und dann sind hier die Späne drin. Die werden hier aufgefangen. Du kannst das Ganze natürlich dann auch über deinem Behälter dann einfach säubern oder hier auch dann wieder vielleicht irgendwo mit etwas anderem absaugen. Jedenfalls hier werden die Späne drin aufgefangen. Im Zweifel könnte man auch so offen jetzt sägen, aber ich glaube, das sollte man eigentlich nicht machen. Das Ganze wieder drücken, zu, ja. Und schon ist er gefangen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, habe ich das vorhin gesagt, was kostet die Säge eigentlich? Wir haben hier einen Preis von 1.150 Euro, so in der als Säge erst einmal. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich eine Schiene dazu zu kaufen, auch passende Zwingen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich absolut für sinnvoll halte. Und zwar das hier. Es gibt dafür nämlich auch einen Koffer hier mit Rollen. Ein sehr massiver Koffer. Aufklappen, Säge rein, Freude haben und damit kannst du es dir wunderbar natürlich auch auf deinen Transporter drauf werfen. Nee, nicht werfen, einfach nur drauflegen und auch transportieren. Und wo es hier beim großen Zubehör ist, das du kaufen musst, ist das beim kleinen überhaupt kein Problem. Da gehört das immer dazu. Ich weiß, es war nur ein kleiner Überblick oder Einstieg in diese beiden Geräte und auch in Jepson Power. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, sollen wir bei den Geräten nochmal richtig loslegen mit Testen? Sollen wir nochmal andere Dinge hier uns anschauen? Sollen wir nochmal was ganz anderes machen? Sollen wir 120 mm mal sägen? Bitte in die Kommentare, dann drehen wir es einfach beim nächsten Mal. Denn euer Wunsch ist mir Befehl. Für heute soll es erstmal das gewesen sein und ich glaube, eine Kleinigkeit säge ich doch noch. Aber für euch, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.